über Scheitern, dass er irgendwie Anushaare sammelt. Was meinst du damit? Ich bin da gerade frisch reingekommen. Kannst du mir das nochmal kurz erklären? Ja, der Mohammed sagt, während du am Beten bist, kommt der Satan und stiehlt dir deine Anushaare. Und er hört erst damit auf, wenn er einen dicken, fetten Furz hört. Also der Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ist ein neues Video gegen diese Scharlatan, Lügner. Gestern ich habe ein kurzes Video bekommen von einer, der sagt, dass Mohammed alayhi salatu wasalam sagte, dass der Scheitan beim Gebet, gell, dass der Scheitan kommt zu dir und dann tut die Haare von deiner Hinten, bist du quasi, lasst du Luft raus und so weiter und so fort. Diese Geschichte oder Hadith von Ibn Jad'an, Zayd Ibn Jad'an, glaube ich, al-Iraqi, so viel mehr erinnern, Ibn Jad'an, wir wissen ganz genau, weil dieser Jahil, er recherchiert nicht, weiß, er blamiert sich, er muss nur einfach selber googeln oder selber suchen, wer ist Ibn Jad'an, was hat ihm gestuft, die Gelehrte. Die Gelehrte stufen ihm alle, er ist daif, schreiben manchmal seine Hadithe, manchmal nicht. Haben die gesagt, er ist zu alt, manchmal, ja, er spricht von seinen so irgendwie Hadith. Al-Albani sowieso hat es gestuft. Ich werde das inshallah zeigen, dass Al-Albani gestuft, diese Hadith, alles daif. Also diese Hadith, sagen wir, diese Hadith ist richtig. Also hier die Rede ist von der, was das Gebet, wann musst du Wudu machen, wann musst du Waschung machen. Also das ist nicht wirklich, wie man das glaubt, das ist Metaphorik. Wenn wir sagen, nein, es ist nicht Metaphorik, das ist buchstäblich, dann sagen wir, wenn wir reden mit den Christen, du hörst nur Metaphorik, du verstehst das nicht, du verstehst das nicht. Okay, dann nehme ich auch eure Bibel, alles nicht eine Metaphorik. Zum Beispiel in Johannes 13, wo der Jesus, dann beschlägte auf seine Brust eine und der Gelehrte von euch, der Kirchenvater von euch, Christus zum Sklavi, oder ich wusste, dass er Gorgorius, Hieronymus, genau, glaube ich, Hieronymus, er sagte, dass das Junge liebt den Brust dann hier und saugt das Milch, das Wissen, was in ihm drinnen. Du sagst, ja, es ist Metaphorik, es ist nicht so gemeint, dass der Brust von Jesus volle Milch, aber der steht dort, tut mir leid, hat das so gesagt. Also, wann das steht bei uns in Hadith, nimmst du das wortlich? Aber wenn das steht bei euch noch schlimmer, dann ist es Metaphorik. Ja? Wie zum Beispiel auch dein Gott sagte, und deine Lust, Jesus, weil es ist Gott, sagte, deine Lust nach ihrer Liebhaber, die ihrem Glied, wal-iyadu billah, ihrem Privatteil, wie einen Hinks, wie ein Pferd und so weiter. Ah, das ist Metaphorik, alles Metaphorik, vor allem. Ja? Aber wenn wir sagen, ja, es ist Metaphorik, hier ist nicht gemeint, dass der Scheitan das genau das macht, und sowieso der Hadith Zaif, ihr sagt, na, das ist buchstäblich. Ich sage sie, diese Doppelmoral, diese kranken Leute, unwissend. Es ist unwissend. Du brauchst nur sagen, es ist Unwissenheit. Wann redet ein Jahil, dann blamiert sich nur. Deswegen, der Typ, ich wurde ihm raus seit ewig, eine Debatte. Beim Debatte, man bringt sowas, er wird begraben sofort, er wird, alhamdulillah, er wird dann zerlegt seine Argumente alles. Ich mag argumentativ, gell? Liebe Geschwister. Achso, deswegen diese Geschichte mit dem Scheitan, Sheikh al-Albani, er sagte, das ist daif. Warum? Weil wir haben einen anderen Hadith auch, in Muslim al-Bukhari, die authentisch sind, dass der Scheitan kommt und quasi Allah erflüstert dich, dass du hast du Luft rausgelassen. Was bedeutet das? Das zeigt, dass wir rein, auch wenn wir stehen vor Allah und beten, auch wenn man Luft rauslassen, dann muss sich wieder eine Wudu machen. Das muss sich wieder, wieder Waschung, Gebetwaschung wieder erneuern. Das zeigt dir, dass wir passen auf unsere Gebete, subhanallah. Aber dieser Scharlatan, weil die dreckig sind, der betet auch ein Klo, sein Gott, ist ihm wurscht. Wenn er hört sowas, erkennt er das nicht. Dass die Muslime muss rein vor ihrem Meer stehen. Ja, deswegen. Achso, wenn du sagst, diese Hadith, sowieso ist es nicht authentisch, wenn du sagst, diese Hadith ist buchstäblich zu nehmen, dann nehme ich auch jeder Wort von dir buchstäblich und sage, dass der Johannes, der Junge, der ihm Jesus liebt, liegt auf seiner Brust, hat gesaugt von seiner Brust. Ja, und das sogar sagt er noch weiter, und seine Brust war voll mit Milch. Also, ich nehme auch buchstäblich. Nimmst du Metaphorik, dann nehme ich Metaphorik. Also, so oder so, du hast dich selber Knockout gegeben. Den Hadith stuft ihm Sheikh al-Albani, alhamdulillah, die Zaif. Wa akhir dawa, alhamdulillah, rabbil alamin. Ich werde um euch kümmern, ihr Scharlatane. Jeder, der mich schickt, ein Video wird ihm widerlegen.